Liebe Rapidler, ein herzliches Servus von mir, ja, von Mike Büskens, zu meiner Person. Ich bin 1968 in Düsseldorf geboren, bin verheiratet seit 17 Jahren, habe zwei Kinder im Alter von 16 und 13 und freue mich einfach hier zu sein. Mike Büskens, neuer Trainer bei Rapid Wien. Wie kam es zu dem Transfer? Rapid ist ein emotionaler Club, der ja, den Fußball liebt, oder die Anhänger unseres Clubs lieben den Fußball. Ich liebe ihn auch. Ich komme selbst aus einem sehr emotionalen Verein mit Schalke 04 und von daher hatte ich das Gefühl, dass es passt. Schalke 04 war auch die erste Trainerstation. Danach folgt ein Aufstieg mit Greuther Fürth und auch ein paar negative Erinnerungen aus Fürth und Düsseldorf. Was nimmt man aus dieser Zeit mit? Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz normaler Verlauf einer Trainerkarriere. Die Zeit als Interimstrainer auf Schalke, das war zweimal der Fall, war mit Sicherheit sehr, sehr spannend, mit vielen ja, überragenden Erlebnissen als junger Trainer. Dann die Zeit in Fürth, es waren 3,5 Jahre, wo man eine Mannschaft mitentwickelt hat, eine junge Mannschaft mitentwickelt hat, wo heute viele Spieler in der Bundesliga spielen, wo man dann am Ende der Entwicklung auch den lang ersehnten Aufstieg geschafft hat. Leider auch mit der Konsequenz, dass man dann wieder runter musste, weil man glaube ich auch von den Voraussetzungen in einer anderen Liga spielte und es da schwer war, sich in der Bundesliga zu beweisen. Ja, und natürlich gibt es auch die schmerzliche Erfahrung mit Düsseldorf, wo man als gebürtiger Düsseldorfer und ich habe selbst unter Pepi Hickersberger für diesen Verein viele, viele Spiele absolviert, wo man dann auch entlassen wird. Das sind Momente, die tun weh, weil ich bin ein emotionaler, ein leidenschaftlicher Mensch und dann tut Leiden logischerweise auch weh. Aber es gehört zu einer Historie und das ist ein Schicksal, was, ja, glaube ich, auch jedem Trainer schon mal widerfahren ist. Ich glaube, Pep Guardiola, da war es nicht so, aber ich glaube, die meisten Trainer haben selbiges erlebt. Jetzt sind Sie bei Rapid. Was wissen Sie schon über den Kader? Haben Sie schon ein Bild machen können? Ja, ich habe ein Scouting-Tool nutzen können, auch noch aus der Schalker Zeit, wo ich einen Zugriff hatte und habe mir ja, wirklich viele Szenen angeschaut, die mir viel verraten über unsere Spieler, über die Qualität unserer Spieler, aber auch über die Art und Weise, wie Rapid als Team Fußball spielt. Und das deckte sich eigentlich auch mit meinen Vorstellungen. Und das ist für mich auch elementar gewesen, weil ich für mich eigentlich beschlossen habe, dass ich nur noch etwas mache, wovon ich hundertprozentig überzeugt bin. Ich hatte, glaube ich, eine sehr vernünftige Anstellung auf Schalke in einem sportlichen Beirat. Und ich wusste, ich liebe diese Wiese, aber es wird mich nur wieder zurück auf den Rasen führen, wenn ich weiß, dass Leute ähnlich denken wie ich. Das heißt nicht, dass man sich nicht auch mal fetzen kann, dass man auch eine gesunde Streitkultur braucht. Aber von der Grunddenke, von der Art und Weise, wie ich Fußball sehe und wie ich Fußball spielen möchte, sollte dann der Verein, und das ist bei Rapid gegeben, sollte der ähnlich denken wie ich. Jetzt gab es in den letzten drei Saisonen immer einen zweiten Tabellenplatz. Die Fans wollen natürlich mehr. Wie kann man das jetzt schon einschätzen? Was sind die Ziele mit Rapid? Ja, das Ziel von Rapid muss immer sein, oben mitzuspielen. Und ich meine, ich kenne die Sehnsüchte und Träume der Fans ganz klar. Und ich kann nur versprechen, dass wir für diese Sehnsüchte und Träume hart arbeiten werden, damit sich die Träume auch erfüllen werden. Aber das ist ein harter Weg. Das nutzt jetzt nichts, wenn ich wahnsinnige Dinge verspreche, sondern die Wahrheit liegt auf dem Rechteck, was hinter uns ist und was wir auch in Hütteldorf haben. Ja, da liegt die Wahrheit und da müssen wir es an den Tag legen. Worauf freuen Sie sich am meisten in Wien? Es gibt ein neues Stadion von Rapid. Ist das auch einer der Punkte, der einen Trainer überzeugt, zu einem Verein zu kommen? Definitiv, definitiv. Also ich meine, man muss sich nur die Zuschauerzahlen anschauen in der Vergangenheit. Wir haben doppelt so viele Anhänger im Schnitt als Red Bull. Ja? Und wir haben jetzt nochmal dieses neue Stadion, dieses Schmuckkästchen. Und die Energie, die da frei wird oder frei werden kann, wenn wir alle in eine Richtung denken, wenn wir uns wirklich als geschlossene Einheit zeigen, ob es Mannschaft, Trainerteam, ob es
ob es Gremien, Vereinsgremien sind, ob es eigentlich die ganze Rapid-Familie ist. Ja? Wenn wir diese Energie bündeln können, dann sind wir schon eine ganz schöne Wucht, denke ich. Jetzt gibt es einen Vertrag, ein Jahr vorerst. Wo werden wir Rapid nach diesem einen Jahr sehen? Ja, ich hab zum Präsidenten gesagt, dass ich hier hingekommen bin, um was zu gewinnen, um viele, viele Spiele zu gewinnen, um erfolgreich zu sein. Das ist mein Ziel. Mein Ziel ist es nicht, ob in der österreichischen Bundesliga oder im deutschen bezahlten Fußball einen Platz zu belegen, zu besetzen. Ja, das ist nicht meine Lebensaufgabe, sondern wenn ich einen Wettkampf bestreite, dann möchte ich ihn gewinnen. Und dafür werde ich alles tun, was im Rahmen des Erlaubten ist. Und dann hoffe ich und dann bin ich guter Hoffnung, dass wir eine gute Saison spielen werden.